Es ist ein Stich ins Herz der Libanesen. Vom Paris des Nahen Ostens, wie Beirut einst genannt wurde, ist heute kaum mehr etwas übrig. Der Libanon steckt in einer beispiellosen Wirtschaftskrise und ist seit Monaten ohne Regierung. Zum Sinnbild der Tragödie wurde die verheerende Explosion im Hafen der Stadt im Sommer 2020. Ganze Viertel wurden zerstört, viele Menschen starben, Zehntausende wurden obdachlos. Die Wunden klaffen bis heute im Stadtbild. Die Familien der Opfer warten bis heute auf eine Antwort. Giuliana Sfer ging damals sofort zu den Menschen auf der Straße. Ich erinnere mich, dass wir sogar Kinder an unserer Seite hatten. Einfach jeder packte mit an, half und kümmerte sich um seinen Nächsten. Manchmal auch mit einem Gebet. Dann kamen wir in ein Haus und die Bewohner sagten, oh, ihr seid doch von Satz 7. Ihr seid wirklich hier. Wir danken euch so sehr. You are on the ground. Thank you so much for visiting. Sat 7 ist eine ökumenische Fernsehstation. Von seinen Studios in Beirut aus erreicht der Sender an die 25 Millionen Menschen in Nordafrika und im Nahen Osten. Per Satellit und über die sozialen Netzwerke und damit über Grenzen und Regierungen hinweg. Als Chefin des Sat7-Bildungskanals Academy setzt Giuliana Sfer starke Themen und trifft Entscheidungen, die auch Mut erfordern. An 7 Tagen die Woche macht Sat7 Austausch möglich, bei Live-Sendungen im Studio oder unterwegs bei den Menschen im Libanon. Ein Forum für christliche Werte mit Raum für Meinungen und für Tabus, zum Beispiel wenn es um Religionsfreiheit geht oder um die Rechte von Frauen im Nahen Osten. Giuliana Sfer ist Filmemacherin. Sie weiß, Medien sind wichtige Multiplikatoren. We are the voice of the church. Als Stimme der Kirche ist es unsere Mission, auf vielfältige Weise zu unterstützen, als ein Teil der Gemeinschaft. Unsere Arbeit bei Sat7 ist nicht politisch, wir sind unabhängig. Aber wir zeigen die Realität, zum Beispiel, dass immer mehr Menschen in der libanesischen Gesellschaft leiden. Das können wir, weil wir nah dran sind, durch unsere Partner, die an der Basis ihren Dienst leisten, und durch die Kirche, die an der Seite der Menschen steht. Wir sind immer bereit zu senden. And always being responsive. Zum Beispiel, um zu erzählen, wie Menschen aus verschiedenen Ländern des Nahen Ostens und mit unterschiedlichem Glauben friedlich zusammenleben können. Denn die Gefahr ist groß, dass die Menschen im Libanon dem Druck nicht mehr standhalten können. Dass das kleine Land, das jahrelang als sicherer Hafen im Nahen Osten galt und heute mehr Geflüchtete beherbergt als jedes andere Land dieser Welt, zerrieben wird. Zwar sind die Proteste rund um den Märtyrerplatz gegen die herrschenden Eliten und das Übel der Korruption gerade verklungen, aber die Jahre des Bürgerkriegs haben sich tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Viele Menschen im Libanon fühlen sich verraten. Wer es sich leisten kann, verlässt das Land. Giuliana Sfer hat andere Pläne und sagt, das kann nicht die Lösung sein. I'm saying this just to tell you how much what we do is very, very important. How much the importance of. Woher ich das weiß? Weil wir in unserer Rolle für die Kirche in diesen Zeiten enorm Wichtiges leisten. Wir sorgen für hochwertige Bildung. Wir stärken unsere Zuschauer, auch mental. Ja, wir mögen im Libanon gerade am absoluten Tiefpunkt angelangt sein. Aber jetzt beginnen wir damit, uns Schritt für Schritt wieder nach oben zu arbeiten. Wir Libanesen haben in der Vergangenheit immer wieder bei Null anfangen müssen. Aber so, wie sich ein Phönix aus der Asche erhebt, so stehen auch wir immer wieder auf. Daran glaube ich. Und wir tun das als Gemeinschaft. We rise again. I believe we will rise again. And I believe we don't do it alone.
Millionen Menschen im Nahen Osten, darunter viele Familien, Kinder und Jugendliche, profitieren jeden Tag von den SAT-7-Programmen. Besonders die SAT-7 Academy hat nach den Erfahrungen mit den Corona-Lockdowns ihre Schulprogramme ausgebaut. Eine große Chance für die vielen Kinder und Jugendlichen, deren Schulen geschlossen sind. Und eine Perspektive für junge Frauen und Männer, die aufgrund von Armut oder Krieg keine Möglichkeit haben, Kurse zu besuchen. Sie bleiben dran, manchmal sogar im Geheimen und gegen den Willen der Familie. Wir haben uns drei Prinzipien auferlegt. Wir wollen Brücken bauen, wir wollen ein Netzwerk stricken und schließlich etwas Gemeinsames für die Zukunft erschaffen. Da gibt es ein gutes Beispiel mit unserem Storytelling Club. Zu diesem Projekt haben wir junge Leute zwischen 15 und 25 eingeladen. Libanesen, aber auch Armenier, Syrerinnen, Palästinenser und Irakerinnen. Sie kommen aus den verschiedensten Regionen des Landes und berichten uns. Jetzt ist die Zeit der jungen Frauen und Männer. Sie müssen wir befähigen. Nur so kann für dieses Land etwas Neues beginnen.